schauen Sie mal hier, 14 Tageszeitungen, Funke Mediengruppe, hier oben zum Beispiel, ja, Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, Braunschweiger Zeitung, Thüringer Allgemeine, Eisenacher Presse, ja. Das ist Vielfalt. Das ist Vielfalt, ist aber interessant, nicht, dass die keine eigene überregionale Berichterstattung mehr haben. Das stammt bei den Zeitungen alles aus einer Zentrale in Berlin. Alles? Alles. Moment, Moment. Es gibt ja noch andere Verlage, nicht wahr? Mit anderen Zeitungen. Hier, Berliner Zeitung, Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau, Kölner Express, Hamburger Morgenpost. Ja, auch interessant. Können alle zu Dumont, ja? Auch keine eigene überregionale Berichterstattung. Stammt alles aus einer Zentrale in Berlin. Auch? Die auch. Leipziger Volkszeitung, Hannoversche Allgemeine, Kieler Nachrichten, Lübecker Nachrichten, Ostseezeitung, bitte. Können wie 20 andere zur Matzer-Gruppe, auch keine eigene überregionale Berichterstattung, alles von einer Zentrale. Ja. Es gibt 333 Tageszeitungen in Deutschland. Wo ist das Problem? Ja, das Problem zeige ich Ihnen. Schauen Sie mal das an. Stichprobe aus dem Raum Stuttgart vom 18.05. vor ein paar Tagen. Schauen Sie sich das mal an. Da fällt die Auswahl aber schwer, gell? Das machen wir übrigens wegen der emotionalen Bindung der Leser an Ihre Zeitung. Ach, das ist dann mehr so eine gefühlte Pressefreiheit, ja? Wisst ihr, was inzwischen los ist? Hier, diese Zeitung, die Zeitung, die tatsächlich noch ein eigenes Blatt machen. Diese Redaktion, das hat sich im Laufe der Zeit halbiert, hat sich das. So. Ja, die von dieser Südwesten Medienholding und so weiter. Halbiert hat sich das, und bei den überregionalen Zeitungen, das ist auch immer gleichförmiger, die Berichterstattung. Ja, aber die haben doch alle einen verschiedenen Lokalteil. Ja, Moment, aber die meisten Deutschen leben doch in einem Ort, in dem es nur noch eine Lokalzeitung gibt. Naja, aber es gibt ja in Deutschland ganz viele Orte. Das ist ja dann wieder Vielfalt. Außerdem, was wollen Sie denn? Nehmen Sie doch zum Beispiel so eine Stadt wie Dortmund. Dortmund, schauen Sie mal. Ja. Drei Tageszeitungen für eine Stadt. Wahnsinn. Westfälische Rundschau, Westdeutsche Allgemeine, Ruhrnachrichten. Mhm. Wahnsinn. Wissen Sie, was die Westdeutsche Allgemeine gemacht hat? Nee, die hat erstmal ihren Lokalteil geschlossen. Dann haben sie die Westfälische Rundschau gekauft und den Lokalteil geschlossen. Und dann haben sie den Lokalteil von den Ruhrnachrichten für alle drei Zeitungen übernommen.